Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und das ist wieder eine kleine Infofolge, denn es hat sich einiges getan, wie ihr hier bei den Neuigkeiten seht. Fangen wir mal kurz an mit dem nächsten Community Day. Der ist natürlich mit Feuerriegel, das wissen wir ja schon alle. Und da kriegt ihr wieder schillernde Feuerriegel und könnt euren Tornupto entwickeln. Und jetzt ist also auch die Attacke bekannt, dass es Lohe-Kanonade gibt, wie also schon beim Glurak. Ist also auch wieder dasselbe, das könnt ihr euch holen. Das Ganze also am 10. November. Da wisst ihr Bescheid, da laufen die Leute wieder wild durch die Gegend mit den Handys im Gesicht. Wir freuen uns natürlich schon drauf. Zweifache Menge Fang-EP, zweifache Menge Sternenstaub, diesmal kombiniert. Aber kommen wir zum wichtigen Teil, denn ihr seht ein viel cooleres Bild hier unten drunter. Feiert den Launch von Ingress Prime. Jetzt gibt es also nicht nur Amazon Prime, sondern auch Ingress Prime. So, und wie ihr seht, gibt es also neue Klamotten im Style Shop, wie er genannt wird. Ihr könnt euch also jetzt diese T-Shirts anziehen mit dem grünen, weißen und blauen Symbol drauf. Ganz neu, es wurden neue Shinies eingefügt. Ihr könnt jetzt also einem schillernden Ponita, damit auch Galoppa, begegnen bzw. das entwickeln. Dann gibt es Dragosso schillernd zu fangen, was ihr zu Knogger entwickeln könnt. Da werden sich natürlich die meisten Leute drauf freuen. Mit der Einführung von dem schillernden Dragosso bzw. Knogger gibt es jetzt auch Alola-Knogger aus Raids. Also macht da mal ein paar mehr Alola-Knogger-Raids. Die sind ja schon wieder langweilig geworden. Die meisten haben ein, zwei gemacht, dann hatten sie keinen Bock mehr drauf. Jetzt gibt es die Chance, auch Alola-Knogger schillernd als Shiny zu bekommen. Da werde ich auf die Jagd gehen, schauen, ob ich da was bekomme. Wir schauen noch mal kurz in den Shop rein und gucken uns die Klamotten noch mal direkt an. Aber wie ihr seht, hier stand ja der Start am 5. November, 22 Uhr. Und es ist auch kein Zeitraum angegeben, sondern wirklich nur dieser Termin. So, was ich noch sehe, es gibt natürlich wieder neue Shop-Boxen. Die anderen waren jetzt also einen Tag weg oder zwei Tage. Schon sind die nächsten da. Da könnt ihr ja natürlich mal reinschauen, was es da wieder alles gibt. Auf den ersten Blick, naja, reizt mich das jetzt nicht so. Ich gucke nämlich immer nach dem Vergleich von den Raid-Pässen. Wenn man da 24 Raid-Pässe für 1400 kriegen würde, da würde ich gleich zuschlagen. Aber wenn die Raid-Pässe sich nicht ausgleichen, dann interessieren mich die anderen Items eigentlich nicht so. Wir gehen jetzt mal in den Style-Shop und da sehen wir neue Oberteile. Also hier gibt es jetzt dieses weiße Ingress Prime in Weiß mit dem weißen Logo, dann gibt es das mit dem grünen Logo und es gibt natürlich noch das mit dem blauen Logo, aber das erinnert ja ein bisschen an Team Blau. Also sollte man neutral bei Weiß bleiben oder einfach das Gengar-Shirt lassen, was man schon anhat. Wie lange das Ganze jetzt geht oder anhält, weiß man nicht. Auf jeden Fall sieht man ja schon, die ganze Stadt sitzt voll mit Ponida, mit Dragosso. Es haben auch schon Leute etliche gefangen, habe ich gesehen. Und vielleicht ist das Ganze auch wie bei dem Mädchentag von Niantic, dass es wirklich nur einen Tag ist und ihr 24 Stunden Zeit habt, eure Shinies abzuholen. Euch, na gut, die Klamotten sind drin, die bleiben drin. Aber diese erhöhte Rate von Ponita Dragosso, die ganze Stadt überfluten, vielleicht ist das wirklich nur heute. Bis abends natürlich wieder 22 Uhr. Und dann würde ich sagen, ja, da sitzen auch schon wieder zwei. Tippen wir mal an. Wenn nicht, geht auf die Jagd, gönnt euch Shiny Ponita Dragosso und macht Knogger Raids. Wie gesagt, die gibt es jetzt auch Shiny Alola Knogger aus dem, was ist das überhaupt, Dreier Raid? Ja, dann kann man das ja sogar solo machen mit den entsprechenden Kondern. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Das war's von dieser Folge. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.